2, 3, deutsche Sprache. 2, 3, German language. Mit dem Basketzock. Martin Bräunig, Saison 2017-2018. Willkommen auf den Kommentatorenplätzen der Kollegen von Telekom Sport. Aber das ist eine Option für die zweite Karriere nach der Karriere, über die wir irgendwann an ganz anderer Stelle sprechen. Denn vorher hast du noch ein bisschen was zu tun. In Bonn. Wurde mir erzählt. Ja, so wie es aussieht, werde ich noch ein bisschen länger bleiben. Bonn wird mich jetzt nicht so schnell los. Was heißt nicht so schnell? Reden wir von dem Sommer? Reden wir von... Ich habe mich entschieden, noch 2 Jahre in Bonn zu bleiben und dementsprechend für die 1920 Saison auch noch. Ist die erste Frage natürlich immer, warum? Weil das Essen so gut ist und die Halle immer voll? Oder weil man so ein bisschen vermuten könnte, dass es bei dir dieses Jahr den Schritt gegeben hat, den viele vielleicht auch schon letztes Jahr in Ludwigsburg eigentlich erwartet hätten? Genau das, was du ansprichst. Es gab halt sehr viele Leute, die haben gedacht, ich könnte in die Liga kommen und meine Major 15 Minuten pro Spiel spielen, was ich allerdings in Ludwigsburg nicht hatte. Ich kam hier rein, Victor hat mich rekrutiert, hat mich in eine andere Position gestellt, als ich letztes Jahr gespielt habe. Ich war auch ein bisschen skeptisch, muss ich ehrlich sagen. Aber Victor, der hat mir viele Sachen erklärt. Er hat mir in Details erklärt, was er an mir toll fand und was er an der College-Zeit gesehen hat. Und da habe ich mir gedacht, er muss sehr viel Film von mir geschaut haben. Das heißt, er will mich unbedingt nach. Ich habe es dann gewagt, nur auf der Fünferposition hauptsächlich zu spielen. Es kam mir gut. Wenn ich dann im Training auf der 4 gespielt habe, war es okay. Aber es war mir viel gemütlicher auf der 5. Wie gesagt, für die Zukunft, ich denke, in Bonn zu bleiben, wird auf jeden Fall sehr viel Spaß machen. Wir spielen nächstes Jahr vielleicht in der Champions League. Wir waren dieses Jahr ein guter Playoff-Contender, auch eigentlich recht erfolgreich. Also nicht in den Playoffs, aber in der Saison. Ich denke, das ist einer der wichtigsten Sachen. Was waren denn die größten Zweifel, auf der 5 zu spielen, wo du sagst, ich bin mir deswegen vielleicht nicht sicher gewesen, ob dieses, nennen wir es jetzt mal, Experiment wirklich funktionieren würde? Ah, es ist halt, wenn man in der Liga umschaut, dann hat man immer diese ganzen 2,8 Meter, 2,12 Meter Leute, die 110, 130 Kilo wiegen. Da komme ich halt nicht so ganz an mit meinen 2,3 Meter und 100 Kilo. Aber du bist echte 2,3 Meter und nicht wie Julian Gamble gefakte 2,8 Meter inklusive Man-Bun. Ja, das kann auch sein. Also ich habe auch schon gemerkt, Julian ist gar nicht so viel größer. Er ist so ein Stück größer als ich und ich bin 1,90. Es liegt an Erfahrung, muss ich sagen. Ich denke, dass ich dieses Jahr einen guten Schritt gemacht habe mit der Erfahrung. Es ist mir sehr viel wert, darauf wieder aufzubauen. Gab es irgendwo im Laufe der Saison, BBL und oder Champions League, so einen Punkt, wo du für dich wusstest, okay, das funktioniert definitiv mit mir auf der 5? Oder kam das schon vorher während der Preseason, weil du halt auf der 4 dann da zu dem Zeitpunkt noch mit Jordan und Manja war ja mehr oder minder gesetzt, aber du im Training halt permanent gegen Julian musstest? Also ich denke ehrlich gesagt, dass ich es recht früh gemerkt habe. Wie gesagt, ich habe ja ab und zu auf der 4 trainiert. Wie gesagt, da stand ich dann manchmal in den Ecken einfach nur und habe auf den Ball gewartet. Ich hab dadurch gemerkt, das ist nicht wirklich mein Game. Dass ich eher Blöcke setze und nicht freispiele, meine Mitspieler freispiele. Wie gesagt, die Geschwindigkeit auf einer 5er-Position ist ein totaler Unterschied. Ich denke, auf einer 4er-Position. Ich denke, das habe ich schon recht deutlich gemacht, dass ich viel schneller sein kann als im 1-5. Aber unter den 4ern wäre ich halt wahrscheinlich ein normaler Spieler. Ein normaler Spieler. Ist es so, von der Geschwindigkeit her. Ist es denn so, dass du sagst, okay, das gibt euch im Endeffekt für die Zukunft ein bisschen mehr Flexibilität, gerade auf den großen Positionen, eben weil du jetzt sagst, okay, ich kann effektiv die 5 spielen, habe aber hoffentlich das Spiel des modernen Vierers nicht komplett verloren? Auf jeden Fall. Ich habe auch mit Becker darüber gesprochen, dass ich eventuell irgendwann mal eine Chance mehr auf der 4 kriege. Ich werde ja auch irgendwann älter und irgendwann muss man sagen, ich bin nicht mehr so schnell.
Warte, lass mal checken. Jahrgang 92 wäre der Alter. Nein, es war nicht Spaß beim Alter. Aber es ist halt, wie gesagt, ich denke, wenn man zwei Positionen spielen kann, ist das schon viel wert. Und ich denke, dieses Jahr, warum unser Team so gut war, ist, weil wir alle außer eine Person zwei Positionen spielen konnten. Der Julian war der Einzige, der nicht zwei Positionen spielen konnte. Alle anderen konnten dadurch ein bisschen mehr rotieren. Wir haben ja V-Probleme hatten, wir hatten andere Leute auf dem Feld. Und das macht halt sehr viel aus. Wenn wir gerade über die Rotation und die Variabilität von den Spielern sprechen, was war es, das vor allem hinten raus in der zweiten Saisonhälfte, gerade nach der Zunahme von Thomas Love, und ich hatte das Gefühl, nachdem Nemanja sich gerade von seiner Daumengeschichte erholt hatte, was hat euch beide, dich und Nemanja, auf dem Feld, wie man so schön sagt, klicken lassen? Was war das, was diese Kombination so gut gemacht hat? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, Nemanja ist ein sehr guter Spieler. Er ist einer, der wahrscheinlich öfters für den Pass kommt als für seinen eigenen Wurf oder für seinen eigenen Zug zum Korb. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass es für mich am Anfang sehr schwer war, mit Nemanja zu spielen. Er hat Pässe zum Teil gespielt, wo ich mir gedacht habe, wow, ich war nicht bereit dafür, ich war einfach nicht bereit. Und wir hatten auch mehrere Diskussionen auf dem Feld und in der Umkleide und im Bus und so weiter, dass ich so und so bereit sein muss. Und ich denke, nach einer Weile hat es einfach geklickt, weil wir haben auch immer wieder zusammen trainiert. Und es hat dann einfach auch mehr Spaß gemacht, weil Nemanja ist ja halt einer, der hat den Ball geworfen und dann wusste ich halt, dass der Ball zum Teil kommt. Und wie man dann sieht, in den letzten paar Spielen habe ich seine, hatte auch ein paar Assists jedes Mal im Turnier. Und er ist halt ein guter Passer. Ich war halt öfters nur nicht bereit und es hat eine Weile gedauert, um mich zu erinnern. Ist das dann eher so, oder wie muss ich mir diese Diskussion dann vorstellen? Ist das tatsächlich eher so? Es sieht eher frustrierend aus, wenn man diese Diskussion sieht. Weil ich denke mir so, mach einen besseren Pass und er denkt sich, weißt du, fang mit den scheiß Ball. Ja, genau. Weißt du, sei da offen und halt deinen Mann auf den Rücken. Es geht dann beidseitig. Und wie gesagt, am Ende war er auch recht zufrieden mit mir. Hoffe ich zumindest. Weil erstmal zum Korb gezogen gegen zwei Leute, hatte keinen Ausweg mehr und dann stand ich da auf einmal. Und ich glaube, das war auch ganz gut für ihn. Ja. Wenn wir sagen, du hast dieses Jahr einen Schritt nach vorne gemacht, viele haben vor allem auch gesagt, Martin hat in den Playoffs gerade noch mal einen großen Schritt nach vorne gemacht. Was ich komischerweise, was die Zahlen angeht, überhaupt nicht da widerspiegelt. Du hast ein bisschen weniger Minuten gehabt, sogar als in der Regular Season, hast ein bisschen weniger Punkte, ich glaube sogar ein bisschen weniger Rebounds. Aber das Gefühl ist da, der Junge hat performt. Was war die Erkenntnis für dich aus diesen drei Spielen gegen Bamberg und die daraus resultierende Aufgabe für die Preseason bzw. die komplette Saison 18-19? Wie gesagt, also für mich spielt es nicht immer, dass ich hatte ein paar Spiele, wo ich Double Digits gescored habe, aber wie gesagt, das war auch nicht der Hauptfokus. Trickler hat mich rekrutiert, um Punkte zu machen, und er hat mich auch dafür rekrutiert, aber er hat mich hauptsächlich rekrutiert, damit ich gute Blöcke setze, frei werde und gute Defense spiele. Und ich denke, dass das auch ab und zu wieder gespielt wurde. Es sah zwar nicht immer so aus, aber ich denke, dass ich sehr viel Energie gebracht habe, wenn ich auf dem Feld war, weil ich einfach weniger war als Julian. Und dadurch konnte ich ein bisschen mehr aggressiver sein in so einer Pick-and-Roll-Verteidigungssituation. Und ich denke, dass ich das, was Kim so gemacht hat, dass ich aggressiver und schneller auf den Füßen, dass er dem Team geholfen hat. Und wenn ich in der Offensive war, sehr viele Leute, weil die Verteidigung auf mich ziehen musste, weil ich so schnell bin, dass wir offene Dreier haben. Ist das der Hauptunterschied heutzutage zwischen Position 4 und Position 5? Dass der Fünfer mittlerweile gefühlt viel mehr, also fast schon mehr unterwegs ist als der Vierer, der dann sich auch mal gerne, wenn er einen halbwegs guten Wurf hat, sich irgendwo in der Mitteldistanz oder gar ganz tief in der Ecke einparken kann und wartet auf den Kickoff-Pass und lötet das nur, weil ihr großen Gefühl mittlerweile ein Pick and Roll nach dem anderen läuft. Es ist immer rausgehen, Screen setzen, Rolling.
kann sich nicht auflösen, naja komm, ich komm nochmal raus und setz dir noch ein Pick. Aber wir kriegen es immer noch nicht aufgelöst, ich komm noch ein drittes Mal raus. Ist das so die Quintessenz so ein bisschen? Es fühlt sich auf jeden Fall so an. Es fühlt sich auf jeden Fall an, dass wir am allermeisten laufen. Vor allem, wir müssen ja nicht mehr laufen, wir müssen auch mit den großen, starken kämpfen. Das ist auch noch so ein bisschen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, also ich denke, jeder macht seine Sache auf eine bestimmte Art und Weise. Das heißt, wir sind nie wirklich, Pick-and-Roll-Verteidigung ist nie wirklich ins Halbfeld gegangen für uns. Das ist halt auch nicht. Weil sie deinen Wurf nicht respektiert haben? Oder? Nö. Oder lag es eher an unserem Kleinen, dass sie wussten, okay, wir müssen eher den Kleinen contain, den Drive geben? Oder? Das ist zum Beispiel bei Unterschied mit Vierer. Der Vierer muss zum Beispiel in einem anderen Winkel rauskommen, in der Pick-and-Roll-Verteidigung. Das ist ein Unterschied. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Und auf der Vier, ich würde schon sagen, das ist. Ja, als ich auf der Vier trainiert habe, das ist auf jeden Fall weniger laufen, ja. Aber es ist. Laufen ist nicht das Einzige, ne? Im Basketball. Ja, aber du wirst ja auch nicht jünger, haben wir festgestellt. Ne? Genau, das ist das Größte. Es gibt schon so ein paar Puzzleteile, die für nächstes Jahr feststellen, gerade auf den kleinen Positionen. Du bist ja nun mal jetzt der erste fixe Große, der zurückkommt oder wo man weiß, der ist definitiv an Bord. Beispielsweise, wo ist der Unterschied, worauf die Leute nächstes Jahr mal genau achten können, wo wir dann wieder bei der Karriere nach der Karriere sind, TV-Kommentar und so weiter. Worauf müssen die Leute achten bezüglich der Unterschiede eines gelaufenen Pick-and-Rolls zwischen dir und Josh, beziehungsweise zwischen dir und TJ? Oder sehen die, oder ist das 1:1? Ich würde sagen, nein. Überhaupt nicht. Josh ist ein exzellenter Werfer. Also wenn ich mit ihm sehr viele gegnerische Teams spielen das Pick-and-Roll so, dass ich den Block setze und mein Verteidiger sinkt ein Stück zurück, damit wenn Josh oder TJ oder wer auch immer, dass sie nicht so einfach zum Korb ziehen können. Das ist halt, mit Josh kann man das nicht machen. Josh, sobald ich einen Block setze, er geht einen Schritt um mich rum und hat einen offenen Dreier. Und das ist der Unterschied, dass Josh sehr gefährlich ist von der Dreierlinie, während TJ ein sehr guter Passer ist. Mhm. Also er dribbelt noch ein bisschen, vielleicht sogar manchmal zu tief rein. Macht dann so dieses wilde Hesitation-Dribbel. Aber was er wirklich gemeistert ist, seine langen zwei Schritte. Das habe ich noch nie gesehen vorher, dass er den Ball irgendwann aufnimmt und dann auch so richtig lange Schritte macht und irgendwie doch noch zum Korb kommt. Wie gesagt, dieses Jahr, also letzte Saison, war ich ab und zu nicht so ganz bereit für seine Pässe. Weil ich wusste nicht, dass TJ so ein Pass-First-Point-Guard ist. Das macht auf jeden Fall einen Unterschied, wenn man mit den beiden Pick-and-Roll spielt. Wie gesagt, ist auf jeden Fall ein Unterschied, wenn man ihn zuguckt. Ja. Macht das auch einen Unterschied, wie du den Pick setzt, rein vom Winkel her? Also das. Ich stelle mir das jetzt ganz simpel vor, du spielst ein ganz normal High Pick and Roll, dass Josh mal wegen ein bisschen mehr nach außen den Winkel hat, beispielsweise, damit er höher rauskommt, um mehr Space zu haben für seinen Wurf, während das bei TJ vielleicht ein bisschen mehr Richtung Kopf wird? Oder ist so, es kommt jetzt darauf an, außer an der Seitenlinie würde ich jetzt nicht den Winkel unbedingt verändern. Es ist hauptsächlich, ich versuche einfach den Mann zu treffen. Wenn ich ihn treffen kann, dann. Das ist aber immer Aufgabe des kleinen Spielers. Genau, mir so wenn er abwartet, ja, ich ihn treffe. Aber ich denke, dass das Team eigentlich recht zufrieden war mit mir dieses Jahr, wie ich das gesetzt habe. Weil manchmal war es auch zu im Training. Da kamen manche raus, die konnten sie und dann sagten, das weißt du, dass du ein bisschen Trick gesetzt hast. Ja, das mache ich ja nicht mit Absicht dann mit meinem Team jetzt. Aber ja, ich versuche einfach nur den Mann zu treffen und ich denke, das ist ein 70% der Arbeit schon getan. Wenn ich dafür sorgen kann, dass er hinter dem Point Guard sein wird, dann ist das immer noch eben besser. Ja. Coach Bauermann hat zu seiner, ich glaube es war sogar noch Leverkusener Zeit mal gesagt, bei einem guten Pick macht es eher Sinn, eine Sekunde länger stehen zu bleiben, als ihn zu früh aufzulösen. Ist das immer noch so oder ist es mittlerweile tatsächlich eher so, dass du als Big Man auch gucken musst, dass du zügig Richtung Korb kommst oder ist das auch ein bisschen davon abhängig, wie verteidigt euch, wie wird das Pick'n'Roll verteidigt? Gehen sie drunter, gehen sie drüber, wie auch immer? Ja. Also, was ich dieses Jahr erfahren habe, das macht Bamberg ab und zu, vor allem die letzten zwei Jahre haben wir das sehr gut gemacht, wenn die Verteidiger an mir vorbeikommen, packen die mich. Die halten mich dann wenn fest. Wenn sie drüber gehen oder wenn sie unten wenn sie drüber gehen. Ja.
wenn sie drüber gehen, packen sie mich, damit ich sie so schnell rollen kann. Und ich habe auch mit Kunis letzte Saison, also letzten Sommer gesprochen und habe gesagt, ey, was wir machen, ist so, Blocks setzen, rollen, so schnell wie möglich. Ja. Und es ist halt, also sagen wir mal, 90% der Zeit trifft man einen Ball, wenn man einen Block setzt. Und bei den anderen, da gehen sie schon vorher weg, weil sie merken, okay, das hat das richtige Block. Es kommt drauf an, ehrlich gesagt. Also, wenn die mich festhalten, halte ich meistens noch für eine halbe Sekunde, weil ich sowieso nicht weg kann. Das darfst du nicht sagen, das kriegst du gefunden. aber ist das so, dass das. Aber sie halten mich ja fest. Ne? Ja. Bleibe ich noch eine Sekunde und gucke, wie dass ich deren Arm noch packe oder so. Ja. Aber normalerweise, wenn das alles glatt läuft, Block setzen, treffe ihn und dann sofort los. Weil das gibt uns diesen Advantage. Also wenn wir beide dann, wenn Josh und TJ zum Beispiel gehen und ich gleichzeitig gehe, dann muss der Große sich entscheiden. Gehe ich zum Kleinen oder gehe ich zum Großen? Das macht dann einen Unterschied für die Defense. Wir werden das nächstes Jahr beobachten. Martin, wir freuen uns auf zwei weitere Jahre. Ich wünsche dir erstmal eine angenehme Sommerpause. Dankeschön. Schön.